Du, Lenny, meinst du, wir sind in 20 Jahren auch noch Freunde? Und was lernt man da tun? Meinst du, wir sind im selben Altersheim? Ich glaub schon, Murat. Ich mein, uns hat nun seit der Einheit nichts auseinandergebracht. Ich denke mal, dass wir selbst in 20 Jahren noch durch Berlin düsen. Mit einem Rollator, wisst ihr? So rumrollen und so. Ey, das wird geil. Wir beide, ein Rollator-Wettrennen, absolute Hit. Ja, echt tolle Sache, Murat. Aber jetzt konzentrier dich, Mann. Wir sind gleich im Apple Store. Dann machen wir es wie immer. Du lenkst die ab, ich kann mir dann eine Packung iPhone-Schutz hüllen. Ja, genau so machen wir das, ey. Aber du, Lenny, wieso kaufst du dir die Dinger nicht für 5 Euro? Ganz einfach, Murat. Ich unterstütze diesen Sklavenverein nicht. Ich bin doch nicht blöd. Für die Kunden gebe ich nicht 1 Euro aus. Das ist mein Zeichen vom Protest. Ey, klasse Logik, Lenny. Hast du dir doch schon ein iPhone gekauft und somit hast du doch das direkt schon unterstützt. Wer sagt denn, dass ich mir das Ding gekauft habe? Ich war letzte Woche mit Werner im D2-Laden. Da hat Werner einen neuen Vertrag gemacht und hat iPhone bekommen. Und auf dem Heimweg habe ich Werner in die Schenke gelotst. Und als er dicht war, habe ich alles ausgetauscht. Nun hat Werner sein altes Nokia wieder. Weißt du doch, das, was ich vor 3 Jahren geklaut habe. Ey, das wird langsam kriminell, Lenny. Meinst du, Werner reilt das nicht irgendwann mal? Ich sehe da nichts Kriminelles. Das ist mein Zeichen vom Protest. Ich steck denen von Äpfels nichts in den Arsch. Murat, Vorsicht, Tür! Murat, alles okay? Mann, du bist ein Vollpfosten, Junge. Rennst da einfach volle Kanne gegen die Glastür. Meine Güte, jetzt liegt er da. Oh Mann, er träumt. Irgendwas träumt er. Mensch, Lenny, ich glaub's ja nicht, ey. Wir sind nun schon 83 Jahre beste Freunde. Meinst du, in 20 Jahren sind wir immer noch Freunde? Die Frage stellst du mir jedes Jahr, seitdem du Vollpfosten vor die Glastür gelaufen bist. Erstens, wir sind 30 Jahre Freunde, weil ich dich nicht seit Kind an kenne. Und zweitens, bei deinem ungesunden Lebensstil kannst du froh sein, dass du noch 3 Jahre packst. Hey, Lenny, schau mal. Werner, die alte Karotte. Ey, Mann, der ist 110 Jahre alt, der Sack. Der ist absolutens nicht tot zu bekommen. Hey, Lenny, hab ne Idee, ey. Wir rollen mit unseren Rollatoren zu Werner, rufen den Fahrstuhl, er will sicher mit seinem Rollstuhl runter zur Essensausgabe und kommt wieder nicht an den Fahrstuhlknopf, du weißt doch. Mensch, Murat, hast du heute einen sozialen Tag oder was? Da merkt man mal wieder, was ich für eine soziale Ader habe, wa, Lenny? Lass es mal hindern. So, da sind wir. Ich drück mal den Knopf für den Fahrstuhl. Seltsam, da tut sich gar nichts. Murat, siehst du, was auf dem weißen Papier am Fahrstuhl steht? Eigentlich sollte der Fahrstuhl da sein. Ich glaube, die Tür klemmt wieder. Meinst du echt, Werner? Der Fahrstuhl ist wieder außer Betrieb? Warte mal, ich kenne einen Trick von damals. So, der Tür ist offen. Ey, dann schieben wir mal rein in den Fahrstuhl mit dem Werner drin. Naja, ich suche mal meine Brille, damit ich lesen kann, was auf dem Zettel steht. Eigentlich sollte die Brille in der Tasche sein. So, und rein mit dir, Wernerchen. So, da ist die Brille. Mal lesen, was da steht. Fahrstuhl vorübergehend außer Betrieb. Bitte Treppe benutzen. Ach du Scheiße, Murat. Zu spät. Sag mal, Murat, kannst du nicht lesen, oder was? Was? Wo? Sag mal, ist mein Hörgerät wieder zu leise? Seh nur, wie deine Lippen sich bewegen, Lenny. Ich glaub's ja nicht. Na toll, und deine Brille hast du auch nicht auf. Kein Wunder, dass du nichts gehört hast. Oh Mann, ich sag ja, du wirst, wenn's so weitergeht, keine 3 Jahre mehr älter. Was? Wieso keine 3 Jahre mehr alt? Ach ja, lass uns mal runtergehen zum Einjang. Da wartet ein Taxi auf uns, dann nix wie ab zur Schenke. Geile Idee, ey. Der Fahrstuhl scheint ja da zu sein, Lenny. Lass uns mal den nehmen einfach. Oh ja, los. Aua, meine Birne. Oh, das tut weh. Puh. Hey, Murat, geht's dir gut? Hast du dir was getan? Nee, ich leb noch. Mann. Du warst fast 30 Minuten weg. Dachte schon, du kommst nicht wieder. Und, hast was Feines geträumt? Ey, das willst du nicht wissen, Lenny. Stimmt, Mann. Du kannst echt hell sehen. Also, lass uns mal zur Schenke gehen. Cool, aber Moment mal, ey. Irgendwie kommt mir das absolut bekannt vor, ey. Lass uns mal nicht den Fahrstuhl nehmen. Murat, hier ist doch weit und breit kein Fahrstuhl. Ich glaub, du hast wirklich was abbekommen. Du brauchst erstmal einen Doppelten. Ganz genau.